Rechne hinzu, dass ich eine Freundin gefunden habe, deren Seele wie ein junger Adler fliegt, wie ich noch in meinem Leben nichts Ähnliches gefunden habe, die meine Traurigkeit als eine höhere, festgewurzelte und unheilbare begreift. Und deshalb, obschon sie Mittel genug in Händen hätte, mich hier zu beglücken, mit mir sterben will. Die mir die unerhörte Lust gewährt, sich um dieses Zweckes willen, so leicht aus einer ganz wunschlosen Lage, wie ein Veilchen aus einer Wiese herausheben zu lassen, die ein Vater, der sie anbetet, ein Mann, der großmütig genug war, sie mir abtreten zu wollen, ein Kind, so schön und schöner als die Morgensonne, nur meinetwillen verlässt. Und du wirst begreifen, dass meine ganze jauchzende Sorge nur sein kann, einen Abgrund tief genug zu finden, um mit ihr hinabzustürzen. Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus einem Brief von Heinrich von Kleist an Marie von Kleist, kurz bevor er Henriette Vogel und sich selbst erschoss. Heute soll es um das Thema erweiterte Suizide gehen. Aus den Medien gibt es immer wieder Berichte von diesen schrecklichen Taten, wo zum Beispiel Kinder umgebracht werden oder ganze Familien ausgelöscht werden. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was mögliche Motive hinter diesen Taten sein können und einen allgemeinen Überblick über das Thema erweiterte Suizide geben. Hierbei verweise ich eben auch auf meine Doktorarbeit, die ich zu diesem Thema verfasst habe. Unten seht ihr einen Link zu dieser Doktorarbeit, die frei im Internet verfügbar ist. Jetzt gehen wir erstmal auf das Thema erweiterte Suizide ein, und zwar auf die Definition. Bei erweiterten Suiziden bezieht eine zur Selbsttötung entschlossene Person andere Personen, andere Menschen, gegen deren Willen in seine Tötungshandlung mit ein. Das ist die ursprüngliche Definition von Pollack, der sich sehr intensiv mit diesem Thema befasst hatte. Das heißt, ganz wichtig ist der erste Teil des Satzes, dass die suizidale Intention im Vordergrund steht. Das heißt, der Entschluss, sich selber das Leben zu nehmen, steht am Anfang des gesamten Tatablaufes. Das bedeutet auch, dass letzten Endes Suizide nach einem Mord, die aus Reue geschehen, nicht zu erweiterten Suiziden zu zählen sind. Das ist letztendlich ganz wichtig. Das heißt, erweiterte Suizide sind dadurch definiert, dass die suizidale Intention an erster Stelle steht. Nach Thomas Joyner, das ist auch ein Experte, Professor für Suizidforschung aus England, ist es tatsächlich so, dass die meisten erweiterten Suizide, wie auch Suizide selbst, einen Prozess beinhalten, der über Tage, über Monate, über Wochen vor der Tat läuft, sodass die Tat selber bei erweiterten Suiziden meist sehr akribisch geplant wird und in der Regel nicht aus einem Affekt heraus geschehen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der allerdings in der Literatur auch sehr kontrovers diskutiert wird. Was wir auch bemerken müssen, ist, dass das Thema Zeitintervall zwischen den Tötungen und dem Suizid auch in der Literatur sehr kontrovers diskutiert wird. Die meisten setzen einen Zeitintervall von einem Tag an, um in der Regel sicherzugehen, dass die suizidale Intention im Vordergrund stand und dass der Suizid nicht aus einer Intention der Reue heraus geschieht. Das ist natürlich eben, wie wir sehen, letztendlich auch an der Rechtfertigung eher als sehr eher anzuzweifeln. Thomas Joyner selbst setzt auch keine spezifische Zeitspanne an und ich selber in meiner Promotion habe auch keine spezifische Zeitspanne angesetzt. Es könnte zum Beispiel der Fall eintreten, dass jemand die Tötungen begeht und dann an dem eigentlichen Suizid von der Polizei zum Beispiel gehindert wird und dass er erst, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, wie zum Beispiel im Gefängnis, dann den Suizid eventuell erst nach einer Woche dann umsetzt. Das heißt, dieses Zeitintervall ist ein wirklich sehr ungenaues Kriterium, was wir eben in der Definition nicht mit einbeziehen dürfen. Es gibt bestimmte Sonderfälle von erweiterten Suiziden. Das können zum Beispiel Flugzeugabstürze sein, wie zum Beispiel das Germanwings-Unglück. Aber auch hier scheiden sich eben die verschiedenen Experten, ob man das unter einem erweiterten Suizid fasst. Auch Amokläufe oder auch Selbstmordattentate werden teilweise als erweiterte Suizide aufgefasst. Auch zu dem Thema können wir jetzt nicht intensiv in dem kurzen Video eingehen. Da können Sie gerne auch
in meiner Promotion nachschauen, welche verschiedenen Expertenmeinungen es zu diesem Thema tatsächlich gibt. Wenn wir uns mit erweiterten Suiziden beschäftigen, müssen wir gemeinsame Suizide abgrenzen. Das sind Suizide, bei denen zwei oder mehr Personen gemeinsam die Entscheidung treffen, aus dem Leben auszuscheiden. Es ist letztendlich häufig auch bei meiner Datenrecherche sehr schwierig, im Endeffekt nachzuvollziehen, ob nicht eventuell von einer Person, dieser beiden Personen, ein gewisser Druck ausgeübt wurde oder die Intention für den Tod von der einen Person deutlich stärker ausgeprägt war als von der anderen Person. Das heißt eben, ob irgendeine gewisse Drucksituation ausgeübt wurde auf die andere Person, sodass gemeinsame Suizide auch ein sehr problematischer Begriff ist. Ich selber habe in meiner Promotion den Begriff des Koinzidenten-Suizids geprägt. Das heißt, dass Suizide in zeitlicher Nähe zueinander stattfinden zwischen Personen, die in der Regel auch ein gewisses engeres Verhältnis miteinander haben. Es können aber auch Jugendliche zum Beispiel sein, die sich zu einem Suizid verabreden oder eben auch Todesfälle im Rahmen von Sekten. Das sind alles Punkte, die man auch dort unter gemeinsame Suizide auffassen könnte. Zum anderen, abgegrenzt in der Literatur, wurde häufig der sogenannte einseitig vollendete gemeinsame Suizid, auch ein sehr problematischer Begriff. Hierbei ist es tatsächlich so, dass eine Person letzten Endes dann die andere Person im gegenseitigen Einverständnis umbringt und dann Selbstmord begeht. Das ist eben eine sehr, sehr komplizierte Konstellation und für mich ist eben natürlich der Begriff gemeinsam hier sehr problematisch, sodass ich am ehesten den Begriff konsensueller erweiterter Suizid hierbei benutzen würde und den abgrenzen würde zu einem sogenannten nicht konsensuellen erweiterten Suizid. Auch der Begriff des erweiterten Suizides ist sehr problematisch, weil er letzten Endes die Tätersicht in den Vordergrund steht. Das heißt, dieser Begriff ist aus der Sicht des Mörders, des Täters gefasst. Deshalb würde ich am ehesten den Begriff Homizid minus Suizid ansetzen, also Homizid-Suizid, das angelehnt ist an den amerikanischen Begriff für erweiterter Suizid, nämlich Murder-Suicide. Aber Homizid-Suizid beinhaltet keine juristische Wertung, da es sich oft eben nicht um einen Mord zum Beispiel handelt, sondern eventuell um einen Totschlag oder andere juristische Wertungen, sodass Homizid-Suizid als der neutralste Begriff gilt und letzten Endes die Verbindung zwischen Homizid, also Mord oder Totschlag und Suizid mit einbefindet. Wenn wir jetzt zu dem Hauptthema unseres jetzigen Videos gehen, dann geht es eben um das Thema, was sind die Motive, die dahinter stecken. Marzuk ist auch ein Forscher, der sich sehr intensiv mit erweiterten Suiziden befasst hatte und er sieht eben drei Hauptkategorien. Die erste Hauptkategorie wären Männer, die ihre Lebensgefährten töten und sie dann selbst Suizid begehen, zum Beispiel wenn es zu einer Ankündigung einer Trennung kommt oder wenn die Trennung schon vollzogen worden ist von Seiten der Ehefrau oder der Freundin, Lebensgefährtin. Er bezeichnet diesen Begriff als Eifersuchtstötungen. Letzten Endes ist das eigentlich auch die häufigste Konstellation bei erweiterten Suiziden. Über 90% der Täter sind in der Regel männlich und sodass letztendlich diese Konstellation am häufigsten eintritt, wobei Eifersucht eben eines der Möglichkeiten ist. Letzten Endes kommt es offenbar auch zu der Überzeugung, dass letzten Endes die Lebensgefährten wie ein Besitz des Mannes zu werten sind oder dass sie eine Erweiterung seines eigenen Selbstes sind. So fasst es der Täter häufig auf, also Extended Self. Und sodass, wenn er eben selbst die Intention für einen Suizid gefasst hat, dass er dann auch sein erweitertes Selbst mit einbezieht in die Tathandlung, also Extended Self. Das hat auch am ehesten mit dem Begriff erweiterter Suizid tatsächlich zu tun. Und letzten Endes geht man auch häufig davon aus, dass die Tötungen dann stattfinden, wenn das Selbstbild, das Selbstwertgefühl des Mannes droht, verletzt zu werden oder zusammenzubrechen, wenn zum Beispiel eine Trennung in Aussicht gestellt wird. Eine weitere häufige Kategorie, die man eben sehen kann, ist, dass es zum Beispiel unter älteren Menschen zu Tötungen kommt, wenn zum Beispiel ein Ehepartner erkrankt ist. Das fasst Marzuk als Mercy, also als Barmherzigkeit
auf, also Tötungen aus der Intention, den anderen zum Beispiel von seinen Schmerzen zu befreien. Eine dritte Kategorie, die tatsächlich nicht häufig ist, allerdings in den Medien natürlich eben eher zum Tragen kommt, wenn so ein tragisches Ereignis passiert, das sind eben Tötungen von Kindern durch ihre Mütter und im Anschluss der Suizid der Mutter oder versuchte Suizid der Mutter. Und was dahinter steht, sind in der Literatur diskutierte pseudo-altruistische Motive, das heißt die Intention der Mutter, ihre Kinder vor einer möglicherweise ungünstigen Zukunft zu bewahren, zum Beispiel im Jugendamt, also Probleme mit dem Jugendamt oder dass sie letztendlich dann in die Hände von dem Ehemann fallen. Das sind eben Möglichkeiten, dass die Ehefrau so eine Art Psychose-Vorstellung entwickelt, dass die Kinder nach dem eigenen Tod keine richtige Perspektive mehr in ihrem Leben haben. Letztendlich stecken dahinter auch häufig Diagnosen wie schwere Depressionen, die letztendlich dann auch mit Psychosen oder auch mit solchen Fehlwahrnehmungen und Fehleinschätzungen einhergehen können. Letztendlich ist diese Kategorie allerdings sehr selten, aber natürlich besonders tragisch und schrecklich, wenn es zu solchen Fällen kommt. Wichtig ist nochmal zum Schluss einzugehen auf die Hypothese von Thomas Joyner, dem Suizidexperten schlechthin. Der hat vier Kategorien bezeichnet oder definiert. Zum einen Mercy, das sind darunter fasst er Tötungen von Kindern durch die Mutter auf und anschließender Suizid der Mutter, also genau die Umstände, die wir eben beschrieben haben. Dann Duty, das heißt also übersetzt Pflicht. Hierbei geht es darum, dass zum Beispiel andere Menschen umgebracht werden oder Tiere umgebracht werden, der Hof abgebrannt wird unter der Intention, dass bestimmte Pflichten letzten Endes nicht auf andere dann nach dem Tod übertragen werden. Zum Beispiel eben auf ein Pflegeheim oder letzten Endes auf die Kinder, die sich dann um den Hof kümmern müssen. Das ist dann die Kategorie Pflicht. Eine weitere Kategorie ist Justice. Das ist das, was Sie eben beschrieben haben mit den Lebenspartnern, die ihre Frauen umbringen und dann sich selber das Leben nehmen. Und eine vierte Kategorie ist Glory, Ruhm. Das heißt, das sind Taten, die begangen werden, zum Beispiel Amokläufe, aus der Intention heraus, da einen Ruhm nach dieser Tat zu haben, also Ruhm in Anführungszeichen, zum Beispiel eben eine verstärkte mediale Aufmerksamkeit nach so einem Ereignis. Das sind die vier Kategorien, die letztendlich Thomas Joyner für die Kategorisierung, aber auch für die Beschreibung der Motive, die hinter letztendlich so erweiterten Suiziden stehen, auffasst. Das heißt, er sieht letztendlich eine Art Perversion of Virtue, sagt er, also ein Missverständnis, Missinterpretation von Tugenden. Das heißt, er sieht, dass die Täter die Vorstellung entwickeln, dass sie mit ihrem Verhalten etwas Gutes tun, dass sie tugendhaft letzten Endes handeln. Wie es eben letzten Endes zu dieser Überzeugung kommt, beschreibt er letzten Endes in seinem Werk nicht. Das ist letzten Endes etwas, was noch Grund für Diskussionen unter Experten darstellt. Aber wie gesagt, häufig stehen dahinter eben auch Krankheiten wie Depressionen, die letzten Endes dann auch das Urteilsvermögen mit beeinflussen. Aber das ist eben die aktuellste Theorie zum Thema erweiterte Suizide. Damit kommen wir nun zu einem Ende unseres Videos. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und empfiehlt dieses Video oder auch unseren Kanal an eure Freunde, damit viele neue Informationen und neue Themen kennenlernen aus dem Themengebiet der Medizin. Vielen Dank.